Schönen guten Morgen. Ja, herzlich willkommen zum Big Tech Day von TNG. Der Big Tech Day, wie Sie vielleicht wissen, ist unsere eintägige Konferenz über Wissenschaft und Technik, speziell IT, die wir seit vielen Jahren hier in München organisieren. Die Vorträge heute finden sowohl vor Ort hier in der Motorworld in München statt, als auch per Zoom-Webinar. Das heißt, wir haben auch viele Remote-Teilnehmer heute dabei. Genau, als ersten Vortrag heute Morgen haben wir den Vortrag von Cosimo Di Carlo und Nikolai Papert von der EDAG AG. Ich darf die Kollegen kurz vorstellen. Cosimo Di Carlo hat einen Master of Business Engineering und einen Master in Informatik Ingenieurswesen. Er hat sich dann an der St. Gallen Business School und an der Harvard Business School in Finanzmanagement und strategischem Management weitergebildet. Er startete seine Karriere 1998 bei Daimler in Stuttgart und war dann bis 2000 in der Forschung und Entwicklung dort tätig. Von 2001 bis 2018 hat er dann für Altran gearbeitet, das heute zu Capgemini gehört. Seit 2012 hat er das globale Automobilgeschäft geleitet dort und war als CEO unter anderem für Deutschland, Österreich und Tschechien verantwortlich. Und nun ist er seit April 2018 der CEO der EDAG Engineering Group AG. Nikolai Papert ist aktuell Business Development Manager bei der EDAG und verantwortlich für den Bereich Smart City. Er hat einen Master of Business Administration mit Fokus auf Markteintrittsstrategien im öffentlichen Sektor. Und in seiner Rolle bei der EDAG ist ihm vor allem der Aufbau eines kollaborativen und agilen Ökosystems ein großes Anliegen. Genau, wenn Sie Fragen haben, wir sind ja doch recht viele Leute hier, haben wir am Schluss dafür noch Zeit. Dann können Sie sich einfach melden und die Remote-Kollegen, die hier dabei sind, können einfach im Slack ihre Fragen stellen. Mein Kollege ist dort und sammelt die so ein bisschen und dann können wir die am Ende auch klären. Genau, dann wünsche ich viel Spaß beim Vortrag EDAG CityBot, The Way to the Smarter City. Vielen Dank für die Einladung, Matthias, und für die Vorstellung. Ja, wir werden ein bisschen einen Überblick geben über unsere Firma, unsere EDAG-Gruppe. Und über auch unsere CityBot und dann über das Thema Smart City. Ja, mein Deutsch ist nicht so gut wie das Deutsch von Matthias, aber ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ja, der Titel des Vortrags ist das Thema CityBot, The Way to the Smart City. Und fange an ein bisschen mit der Vorstellung der EDAG. Was ist die EDAG? Ich habe sofort anfangen wollen mit dem Thema, was ist unsere USP am Markt? Sie sehen hier ein paar rote Wörter. Wir sind ein Engineering-Dienstleister mit großen Wurzeln in Deutschland. Wir sind 52 Jahre alt und wir verbinden immer so diese German Kunst in Engineering mit unserer globalen Präsenz, mit unserer Kreativität. Und am Ende des Tages, unser Ziel, werden wir auch später ein bisschen gehen, wir wollen die Mobilität der Zukunft neu gestalten und natürlich neu definieren zusammen mit unseren Kunden. Und dann ein bisschen, warum EDAG, warum die Kunden mit uns arbeiten wollen. First of all, One-Stop-Shop. Also wir können eine komplette Fahrzeugentwicklung übernehmen, von der Entwicklung bis zur Produktion. Wir sind unabhängig und weltweit präsent. Es gibt viele Wettbewerber von uns oder einige Wettbewerber, die eine gewisse Verwandtschaft mit Kunden haben. Wir sind komplett unabhängig und, wie Matthias schon vorher erwähnt hat, auch an der Börse notiert. Wir agieren international. Wir sind sehr inspiriert, also wir sind wirklich sehr passionate. Wir lieben, was wir tun und das muss ich auch sehen. Nach 4 Jahren, dass ich als CEO hier bin, diese Passion für diese Industrie ist wirklich vorhanden. Deswegen, diese Passion treibt uns auch in die Zukunft. Das Thema Qualität und Kompetenz ist auch wichtig. Viele sagen uns, ihr seid die Porsche unter der Automobilingenieurdienstleister. Nehmen wir natürlich das als Kompliment zum Thema Qualität. Ohne Qualität kann man am Markt letztendlich nicht überleben. So ein paar Fakten, Figures über die Firma, wie ich schon vorher sagte, 52 Jahre alt sind wir. Wir sind weltweit mit 60 Standorten präsent. In Deutschland große Wurzel. Wir haben in Deutschland 5.600 Mitarbeiter von der fast 8.000 Mitarbeiter, die wir weltweit haben. Wir sind seit 2015 an der Börse notiert in Frankfurt. Und letztendlich letztes Jahr haben wir einen Umsatz von 685 circa Millionen generiert, mit einer sehr starken Entwicklung, insbesondere international. Natürlich, wir investieren auch sehr viel Geld für unsere Mitarbeiter, für unsere Projekte, weil wenn man diese Führungsposition behalten will, natürlich geht es nicht ohne Investitionen. Sie sehen auch hier, wie stark in Deutschland gebunden sind. Sie sehen hier auch die Standorte, die wir in Deutschland haben.
So, wie sind wir organisiert in drei Segmente plus eine Einheit Software. Die drei Segmente, das ist Vehicle Engineering, die klassische Fahrzeugentwicklung. Eine Startup, eine Kunde kommt auf uns zu und sagt, bitte entwickle für mich ein komplett neues Auto. Und das machen wir sehr gerne für unsere Kunden. Das ist ungefähr 60-65% von unseren Umsätzen. Der zweite Bereich ist Elektrik, Elektronik, der Bereich, der meistens wächst zurzeit. Von letztendlich, wir sind mittlerweile bei 25-30% der Umsätze. Hier arbeiten wir alle Themen für unsere Kunden wie Autonomous Driving, Elektronikfahrzeug, Connectivity Services, also alle neuen Megatrends der Automobilindustrie. Dritter Bereich ist Production Solutions, wo wir letztendlich unsere Kunden auch beraten in Bezug auf die Produktion, welche Herausforderungen werden wir in der Zukunft haben, aber auch immer mehr neue Bereiche, wie zum Beispiel das Thema Industrie oder das Thema Smart City, und Nikolai wird später auch ein paar Wörter darüber verlieren. Transversal haben wir eine Software-Einheit gegründet, die letztendlich als Service für alle Segmente arbeitet. Mittlerweile besteht auf über 500 Mitarbeiter, primär in Deutschland, aber wir wachsen zurzeit sehr stark auch in Indien und Malaysia. Und wir wissen ja, oder ihr wisst natürlich sehr, sehr gut, die Software-Leute brauchen eine besondere Betreuung, eine besondere letztendlich Einheit, und deswegen haben wir das transversal begründet für unsere Teams, und wir können dadurch sehr viel wachsen und sind unsere Kollegen auch sehr, sehr zufrieden mit unseren letztendlich Vorhaben. Arbeiten wir primär Automobil, Sie sehen hier, ihr seht hier 73% der Umsätze, aber wir machen immer sehr viel auch mit Nutzfahrzeugen. In Nutzfahrzeugen, es gibt sehr viel Technologie heute zur Verfügung. Wenn man denkt an Autonomous Driving zum Beispiel, es ist immer schwierig, im Fahrzeug Autonomous Driving zu implementieren, weil man ist in der Stadt, man hat viele Gesetzgebungen, man hat Fußgänger, es gibt viele Use Cases zu betrachten. In den Nutzfahrzeugebereich, man arbeitet mehr in einer kontrollierten Umgebung, deswegen man kann Technologie besser einsetzen, weil es gibt weniger Constraints in der Entwicklung von unserer Software zum Beispiel. Dann auch hier Motorrad, wir sind eine der größten Entwicklungen auch im Bereich Motorrad, wir entwickeln auch Motorräder zum Beispiel für BMW oder für andere italienische Motorradhersteller, und Sie sehen auch hier im Bereich Industries, Smart Factory und Smart Cities, ein Geschäft, was in der Zukunft auch wächst, weil alle USP, die wir in den letzten Jahren in der Automobilindustrie letztendlich generiert hatten, sind heute sexy Themen auch in der Industrie, weil die Industrie will auch von der Automobilindustrie in Bezug auf Marktproduktion auch sehr viel lernen. So, Automotive Native, wir kommen aus der klassischen Vehicle Engineering, der klassische deutsche Maschinenbau, 52 Jahre alt, mit dieser Passion für die Automobilindustrie, sind wir durch die Jahre auch Experten im Bereich Produktion geworden, und durch unser Wachstum im Bereich Electric Electronics definieren wir heute Automotive Digital Native. Warum? Weil unsere Software, es gibt viele Softwareunternehmen natürlich, die sehr erfolgreich sind, aber unser Fokus ist nur Automobil. Das heißt, wir haben wirklich dieses Automobilgehen, und deswegen sind wir Spezialisten in der Automobilindustrie, und deswegen unsere Kunden sagen, ja, ihr seid nicht 10.000 Softwareentwickler, wie zum Beispiel indische Kunden, aber eure Entwickler sind spezialisiert auf Softwareentwicklung und Integration im Fahrzeug oder, wie gesagt, in der Produktion. So, das ist unser Ranking. Wo stehen wir heute? Wir sind die Nummer 5 weltweit im Bereich Engineering. Aber es gibt auch ein neues Ranking. Seit 3 Jahren sind wir auch gelistet unter der Automotive IT-Dienstleister Deutschland. Und letztes Jahr als letztendlich zum ersten Mal waren wir letztendlich Nummer 20. Dieses Jahr sind wir Nummer 19. Und die Prognose von unseren Analysten ist, dass wir nächstes Jahr Richtung Nummer 17 gehen werden. Das ist für uns natürlich ein Riesenerfolg, wenn man denkt an eine klassische Maschinenbaufirma, die jetzt in kurzer Zeit sich im Bereich IT für die Automobilindustrie etablieren könnte. Unsere Kunden, wir arbeiten mit allen OEMs und Tier 1s weltweit. VW, BMW, Daimler, Porsche sind unsere storige Kunden. Aber wir arbeiten immer mehr mit Startups, weil heute es ist deutlich einfacher, ein Auto zu entwickeln im Vergleich mit der Vergangenheit. Durch die Elektrifizierung sind die Eintrittsbarrieren deutlich kleiner geworden. Und deswegen viele Startups kommen auf die Idee, ich möchte ein Auto entwickeln. Und diese Startups kommen primär aus Indien oder aus China oder aus Silicon Valley. Wir haben in Deutschland wenige Auto-Startups, weil die Umgebung vielleicht ist nicht so interessant für die Geldgeber. Und ich muss sagen, wir arbeiten mit fast allen. Fast alle Startups kommen auf uns zu und sagen, okay, wir wollen ein neues Auto entwickeln, bitte EDAG, do it for me. Ja? Und das ist ein Geschäft, was sehr interessant ist.
Und Sie sind auch hier, ihr seht ja auch hier interessante Kunde. VinFast, glaube ich, redet jeder darüber. Togg ist das erste elektrische Auto, entwickeln wir komplett. Ola ist eine Scooter-Ersteller aus Indien. Volta Trucks, auch mit England, Arrival aus England. Also alle wirklich Kunden. Und wir arbeiten auch mit vielen anderen Kunden, aber wir dürfen nicht sagen, wer sie sind, weil natürlich sind viele, ein paar von denen sind sehr, sehr strict in terms of NDA. Und wir haben uns auch transformiert. Wir waren vor 4 Jahren, wir hatten 80% von unseren Geschäften mit deutschen Kunden generiert. Letztes Jahr haben wir schon 44% von unseren Umsätzen mit Kunden außerhalb Deutschland generiert. Das heißt, Automobil wird internationaler und wir natürlich verfolgen diese Trends sehr stark mit einer starken Internationalisierung, die wir letztendlich seit 4 Jahren vorantreiben wollen. Und auch wichtig, weil ich weiß, es ist immer sehr wichtig, auch für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere letztendliche Wettbewerbermacht, was drei was, ne? Was bringt uns jeden Tag, ich sage immer, warum arbeiten wir jeden Tag? Ne? Es ist nicht nur, was wir tun, wir haben jetzt ein bisschen angeschaut, was wir letztendlich bis jetzt gemacht haben, was wir in der Zukunft auch machen werden, aber was macht uns Besonderes? Ne? Unsere Why ist, unser Motto ist Reinvent Mobility, Reinvent Yourself. Weil es ist unmöglich, die Mobilität der Zukunft neu zu gestalten, wenn wir uns selber nicht verändern. Wir müssen, unsere Kunden verlangen uns, wir müssen den Status quo jeden Tag in Frage stellen und wir müssen unsere, sagen wir so, klassische Engineering-Denkweise jeden Tag letztendlich challengen, weil die neue Zukunft wird nur durch neue Methoden, durch neue Kreativität generiert. Und das sage ich immer sehr wichtig, es ist unmöglich, die Zukunft zu gestalten, wenn wir uns selber nicht verändern, wenn wir uns selber nicht jeden Tag in Frage stellen und versuchen wir letztendlich wirklich das umzusetzen, vom CEO bis zum letztendlich letzten Werkstudent in der Firma. Aber das ist für uns sehr, sehr wichtig. Zweiter Punkt, how, wie wollen wir das tun? Wir wollen die Zukunft von unserer Industrie gemeinsam neu definieren. Und ihr seht hier 3 Adjektive, sehr wichtig für uns, Effizienz, Safety und Sustainability. Effizienzsteigerung, diese Industrie wird in Zukunft deutlich effizienter. Safety ist einer der ersten Faktoren, insbesondere wenn wir denken an das Thema Autonomous Driving und das Thema Sustainability. Wir wollen die Zukunft neu gestalten, aber natürlich in a sustainable way. Und wir wissen ja, dass Sustainability ist nicht nur ökologisch, sondern Sustainability ist auch social, ist economic und ökologisch. Also diese 3 Aspekte sehen wir ganz vorne in unseren Vorhaben jeden Tag. Und das gesagt, komme ich jetzt kurz zu unserem EDAG CityBot. Das ist ein Projekt, was wir letztendlich uns gedacht haben 2019. Warum sind wir auf diese Idee gekommen? Hier seht ihr ein paar sicherlich Informationen, die jeden Tag wir aus der Presse lesen. Ich fokussiere mich nicht auf alle, sondern nur ein paar davon. 70% der klimaschädlichen Emissionen kommt aus den Städten. Das heißt, wenn man das Thema CO2 denkt, eine der Probleme ist heute die Stadt oder insbesondere die großen Städte. Und wir wissen ja, dass wir in der Zukunft immer mehr Megacities haben werden. Die Städte werden immer größer. So, die Zahl der Einwohner, die in großen Städten arbeiten wird, wird immer größer. Ich weiß jetzt, letzte Statistik nicht mehr, aber wir werden immer mehr Städte haben, die letztendlich über 20 Millionen Einwohner haben werden. Das Thema Autos zum Beispiel, wir haben heute 527 Autos pro 1000 Einwohner im Privathaushalten. So, sehr viele Autos eigentlich, wenn man denkt, im Vergleich mit der Zahl der Einwohner, weil das Auto ist heute sehr uneffizient benutzt. Die letzte Statistik sagt, wenn ich ein Auto kaufe, 97% der Zeit steht das Auto. Weil ich nutze das Auto nur 3% der Zeit, weil in der Nacht steht mein Auto da. Oder wenn ich arbeite, gehe mit dem Auto, das Auto steht 8 Stunden bei der Arbeit. Und insbesondere diese 3%, 1% davon verbringe ich, um Parkplatz zu finden. Das heißt, das ist eigentlich eine ineffiziente, uneffiziente Mittel. Und dann 11 Stundenkilometer beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Autos in London Stadtverkehr. Wir fahren sehr langsam, also sehr viele Emissionen und ist natürlich auch nicht effizient. Und das ist letztendlich hier der, zum Thema Parkplatz, habe ich vorher gesagt, 23 Stunden pro Tag Parkzeit überwiegend zu Hause. Ja, also ich komme nach Hause, nicht alle haben eine Tiefgarage und einen Parkstellplatz und sind immer beschäftigt, einen neuen Parkplatz zu finden.
Aus dieser Herausforderung kamen wir auf die Idee, letztendlich diese Citybot zu entwickeln. Ich habe jetzt ein kleines Video mitgebracht. Ja, was macht diese Citybot Besonderes? Weil wir haben auch in dem Video gesehen, 24/7 haben wir eine Nutzungsmöglichkeit. Es gibt viele Anbieter oder viele Firmen sind heute beschäftigt mit dem Thema Shuttle zum Beispiel, autonomes Shuttle, Shuttle komplett digitalisiert. Aber letztendlich löst das Problem nicht, weil wir denken, dass wir könnten mit einem Antriebsmodul mit verschiedenen Trailern praktisch eine 24/7 Nutzung garantieren, weil in der Früh zum Beispiel kann ich Citybot als Passenger-Car nutzen, aber tagsüber kann ich Citybot zum Beispiel als Mülltrenner nutzen. Und somit haben wir diese 24/7-Nutzung. Auch in der Nacht, wenn man Konzerte hat, man kann natürlich, wir haben ein bisschen das Video gesehen, auch die Citybots als letztendlich Transporter, als Shuttlebus nutzen. Somit durch diese effiziente Nutzung lösen wir das Problem der Städte mit der vielen Fahrzeuge. Was haben wir vor? Wie ich ja gesagt habe, wir haben zum ersten Mal 2019 auf dem Jahr das Citybot präsentiert. Es war eine sehr große Resonanz und deswegen haben wir entschieden, Citybot weiterzuentwickeln. Und wir haben letztes Jahr bei der Summit 2020, vor zwei Jahren, einen KI-Prototyp aufgebaut als Mülltrenner. Praktisch mit einer künstlichen Intelligenz ist der Citybot in der Lage, den Müll zu identifizieren und dann in die richtige Mülltonne praktisch wegzuwerfen. Und aufgrund dieser Entwicklung haben wir letztes Jahr die Entscheidung getroffen, praktisch ein Förderprojekt hier in Deutschland durchzuführen. Das werden wir im Stadion bei der AOT Arena in Frankfurt machen, also nicht Bayern München, muss ich leider, aber sondern Eintracht Frankfurt wegen Nikolai.
Und diese Förderprojekte sind wir heute schon tätig und was wollen wir damit erreichen? Erstmal, wir haben auch gesehen, in der Citybot, wir haben eine Schnittstelle zwischen Menschen und Maschine. Diese Schnittstelle ist eine wichtige letztendlich Schnittstelle, weil in der Zukunft wollen wir besser forschen, wie kann man diese Schnittstelle in der Zukunft besser aussehen? Wie kann auch eine Maschine ein gewisses Vertrauen auch bei den Menschen erzeugen? Weil es gibt auch eine gewisse, sagen wir so, Reluctancy, wenn man denkt, okay, oh mein Gott, kann ich diese Maschine vertrauen? Deswegen haben wir diese Avatar entwickelt und wir wollen weiterhin erforschen, wie diese Schnittstelle am besten aussehen wollen. Wir wollen natürlich hier in eine kontrollierte Umgebung, wo alles einfacher ist, Personentransporten gewährleisten, die Personen, die ins Stadion gehen, praktisch bewegen lassen in einer sehr begrenzten Geschwindigkeit, glaube ich nur 30 Kilometer pro Stunde, somit haben wir weniger Gefahr und dann wollen wir das komplette Ökosystem auch letztendlich testen. Ihr habt auch gesehen vorher, wir haben heute eine Kooperation mit IOTA zum Thema Zahlungssystem, wie funktioniert das Ganze letztendlich als Integration, als Ökosystem, ab durch die Kunde. Wie ist der Fluss, wie soll die Zentrale letztendlich aussehen. Und letztendlich, wir haben auch hier verschiedene Partner und wie gesagt, wir haben hier unten auch der Nico Rosbert, hat uns besucht vor 3 Wochen bei der Green Tech Festival. Er war auch von der Idee begeistert, aber okay, Nico Rosbert ist in Wiesbaden geboren. Natürlich hat sehr viel Interesse das Eintracht Frankfurt. Glaube ich, wir haben noch ein kleines Video von ihm. Ja. Vor 3 Wochen hat er gedreht. Artificial intelligence here also at the festival. It's to collect garbage. Big partnership with Eintracht Frankfurt, our European Cup champions from Germany. So this machine is going to be driving around the stadium, keeping everything clean. Very cool start. Perfect. So this is our QR code. Citybot is the website. Steht natürlich zur Verfügung. Und jetzt reden wir ein bisschen über Data. Bitte, Nikolai. So. Erstmal danke. Freut mich, dass ich hier sein kann. Cosimo hat das schon ganz gut am Anfang gesagt. Die Automobilindustrie, die Industrie allgemein verändert sich. Und wir haben angefangen mit dem Ökosystem des Citybots, ja, die Fahrzeugwelt zu verlassen und auch mehr in die Infrastruktur reinzugehen. Weil am Ende, it's all about the data. Die Daten, die die Fahrzeuge generieren, aber auch die Daten, die die Stadt zur Verfügung stellt. Weil gerade an diesem Campus Free City Projekt werden wir das erste Mal auch ein zentrales Backend entwickeln aus der Infrastrukturseite heraus. Also es wird nicht mehr alles on the edge entschieden. Es gibt ein zentrales Aufgabenmanagement, ein zentrales Routing. Ich habe Sensoren angebunden, zum Beispiel Feuchtigkeitssensoren, die einen Auftrag auslösen und sagen, hier Citybot, fahr mal bitte dahin, bring dir mal Wasser. Oder ich habe ein HMI, wo jetzt jemand sagen kann, mach mal eine logistische Aufgabe, bring mir bitte eine Kiste Bier vorm Spiel hier rüber, dass ich dann, sage ich mal, so versorgt bin. Und das ist für uns was ganz Neues, weil 2019 an der IAA haben wir dieses Ökosystem entwickelt und uns ist wirklich bewusst geworden, diese Probleme, die herrschen, diese ja, Gridlock, dieser Stau, dieses Stop and Go, können wir nicht lösen, wenn wir nur die Autos autonom fahren lassen, weil dann stehen sie autonom im Gridlock. Also wir müssen eigentlich ein Gesamtsystem entwickeln, ein gesamtes Ökosystem, was interaktiv ist. Und genau wie ihr jetzt hier seht auf der Folie, werden wir in diesem Campus Free City Projekt ein zentrales Backend entwickeln, wo quasi die Fahrzeuge via MQTT Daten reinspielen und it's all about the data. Wir haben so 6 Stunden Betrieb pro Tag vorgesehen. Da werden ca. 72 Gigabyte in das Backend reingeschiftet schon mal, also in das zentrale Backend. Also es werden auch Datenmassen entstehen. Und was da auch ganz wichtig ist für uns, auch im Smart City Umfeld, ist, dass ja Standardisierung, Open Source Standards, interoperable Systeme immer mehr an Bedeutung gewinnen. Weil wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite Standardisierungsinitiativen, die Fireware Foundation ist zum Beispiel eine, die sich mit Smart City Referenzarchitekturen auseinandersetzt, Gaia X als europäische Antwort auf die großen Tech-Konzerne in den USA, wo es um, ja, was natürlich sehr schwierig ist mit vielen Playern, die beteiligt sind und sehr langsam vorangeht, aber wo man natürlich da Antworten finden muss, wie wir eine europäische Antwort auf diese großen Tech-Konzerne finden, der IDSA, in der National Data Space Association, und alle arbeiten dran, quasi Systeme interoperabel zu machen. Und die Umsetzung sehen wir jetzt schon, das MDM und die M-Cloud wurden in der Mobilität beim BMDV zusammengeführt. Der Mobility Data Space wurde über die Akkatech ins Leben gerufen
Und das sind jetzt schon mal zwei Systeme, wo Mobilitätsdaten interoperabel abrufbar gemacht werden, wo sich auch, sage ich mal, Konzerne öffnen. Einmal gibt es auf gesetzlichen Regularien basierend Daten, die frei verfügbar sind. Die werden über die Mobilität zur Verfügung gestellt, aber auch Daten, die ich jetzt kommerzialisieren kann. Also wir arbeiten beispielsweise auch mit Mobility Data von Mercedes-Benz zusammen. Die verkaufen verschiedene Datensätze für Preise natürlich dann auch an Städte und Kommunen. Die haben seit 7 Jahren nehmen die Daten auf und wissen, wo sind die Schlaglöcher in den Straßen, wie stark ist der Regen aufgrund der Scheibenwischergeschwindigkeit, und diese Daten werden sie auch monetarisieren. Und in Zukunft stellen wir uns das natürlich so vor, es wird keine zentrale Plattform über alles geben. Aufgrund standardisierter Konnektoren kann ich auf verschiedene Datenpools, ob es jetzt der Mobility Data Space, verschiedene Smart City Datenplattformen, wo zum Beispiel Informationen über freie Parkplätze drin sind, dann Transport- und Logistikfirmen oder andere Datenpartner, dass ich die über Konnektoren verbinden kann und dann in mein Gesamtsystem, in mein Backend mit einfließen lassen kann, um dann das Aufgabenmanagement für den Citybot durchzuführen. Und diese interoperablen Systeme sind sehr wichtig eigentlich auch, sage ich mal, um unser zukünftiges Bild der Stadt zu erreichen. Und da haben wir auch noch mal ein kleines Video einfach mitgebracht, wo wir euch zeigen wollen, was ist denn unsere Vision von der Smart City. This is tomorrow morning and you are brushing your teeth. And at the same time, the city is cleaning itself. Tomorrow, your city will be in your smartphone. You can check the city status, traffic and air pollution. In the same breath, you will find booking your smart vehicle as easy as ordering food. You'll drink your last sip of coffee and your smart vehicle will already be waiting for you. Tomorrow, your day will get off to a more enjoyable start. As you drive through town, you can check your personal footprint or actively participate in city issues. There is no rush hour in the morning, no waiting, and no traffic jam. Everything is completely connected and communicates with everything else. Tomorrow, your city will have mobility hubs at every corner. They are a flexible, all-around offer for your personal transport. You can choose and switch whenever you want. Later tomorrow, you are working on your next great idea, while your smart city administration can optimize the city with smart workflows and processes. Mr. Bürgermeister, ist alles everything super. Is in flow. The smart city empties the rubbish bins by itself. It knows where many vehicles are needed and where not. Tomorrow, the air in cities will be clean and parking spaces will become parks. The entire infrastructure is managed decentrally. Tomorrow, the cities will be safer and more worth living in. Tomorrow is great. Schon sehr emotional, ne? Also, es packt mich jedes Mal, wenn ich das Video sehe. Ja, genau. Nee, aber warum wir darauf so rumreiten? Also, wenn wir mal ehrlich sind, wir kommen aus der klassischen Automobilindustrie. Mittlerweile sprechen wir mit Stadtwerken, mit Kommunen und Städten. Und die sehen EDAG irgendwie so als neutraler Dienstleister, als Mittler, weil wir hängen jetzt nicht in irgendeiner Konzernwelt drin. Wir wissen, was die Automobilindustrie die nächsten 7, 8 Jahre vorhat. Die fragen immer, was passiert denn? Genauso fragen uns aber dann die Automobilisten, was passiert denn in den Städten? Weil es geht eigentlich nur zusammen. Wir können das eigentlich nur zusammen erreichen. Und das ist so ein Ansatz, den wir verfolgen. Und ich habe eben als über Standardisierung interoperable Systeme gesprochen. Und jetzt einfach nur mal einen Use Case, den zeige ich euch gleich. Diesen Vorteil von Kontextinformationen aufgrund des Aufbrechens von verschiedenen Datenquellen sieht man jetzt an diesem Beispiel. Haben wir Feinstaubsensoren angebunden, die dann, sage ich mal, CO2 oder NOx-Werte anzeigen. Und wenn die in einen kritischen Bereich kommen, kann ich genauso die Parkhausbetreiber dazu bringen, die Preise anzupassen und dadurch den Parksuchverkehr zu verändern. Dadurch kriege ich wieder Entlastung in den Zonen, wo jetzt quasi der NOx-Wert in einem kritischen Bereich ist, und kann somit, sage ich mal, auch wieder Ziele der Stadt erreichen. Also so ist dann wieder, ich habe einen Datenpool NOx-Werte, ich habe einen Datenpool Pricing von den Parkhausbetreibern und kann natürlich gleich noch den Service anbinden. Und da ist jetzt auch unser Projekt entstanden, was wir im Smart City Team ganz stark verfolgen. Das sind unsere Smart City Dashboards, nennen wir es. Und wir haben da eigentlich mit einer Vision gestartet, dass ich erstmal als Bürger sage, welche Daten und Services in der Stadt interessieren mich eigentlich. Also
Wir kennen das aus verschiedenen Städten, die visualisieren alle Parkplätze, alle Mülleimer, was auch immer, Luftqualität in der ganzen Stadt. Aber eigentlich interessiert mich ja als Bürger zum Beispiel die Haltestelle vor meinem Ort oder vor meinem Haus. Ne? Was ist da los? Wann kommt der nächste Bus? Oder ich fahre gerne mit E-Scootern rum. Also will ich nur den Service E-Scooter in meinem Frontend der Stadt haben. Und so haben wir gestartet, dass wir sagen, es gibt am besten irgendwann mal über eine digitale ID, über SSI, ein Login, wo ich dann sagen kann, ich kann mir meine Startseite der Stadt konfigurieren. Jetzt mal hier auf einem Desktop-Screen gesagt. Ne? Also ich kann mir die Informationen, die ich haben will, aus welchem Stadtteil auch immer, so zusammenziehen und die Services anbinden, die mich jetzt wirklich primär interessieren. Weil im Endeffekt ist es ja so eine Stadt nicht so einfach als Produkt zu sehen oder als Kontext zu sehen, wie jetzt, wenn ich sage, ich bin der Spotify-Hersteller, ich weiß, meine Kunden wollen nur Musik hören. Oder ich bin der Herausgeber vom Kicker, da weiß ich, 85% meiner Kunden ist in der Uwe, 50 Jahre alt und der trinkt gerne samstags Bier und guckt Bundesliga. Also die Stadt ist so individuell, das hat jeder seine individuellen Bedürfnisse. Und wir haben uns dann halt gedacht, was ist da so das beste Vorbild? Das ist das iPhone. Ne? Das iPhone ist ja auch wertlos, wenn ich es eigentlich das erste Mal anschalte. Aber wenn ich meine ID reinlade und alle meine Apps drin habe und alle meine Themen habe, die mich interessieren, dann entwickle ich erst den Value. Und so haben wir quasi ein Framework entwickelt für die Städte, aber dann auch für den Bürger, wo sie sich quasi die Informationen, basierend natürlich auf Datenplattformen, auf Datenquellen, so zurechtklicken können, die sie interessieren. Und natürlich, jetzt ein Beispiel, das alles nochmal auf Kartenbasis visualisieren, natürlich, dass die Menschen das auch nochmal die POIs in einer Karte sehen. Und die der Grundlage natürlich all unserer Entwicklung ist, dass es Mobile First ist. Also als Web-App haben wir das aufgesetzt, das natürlich auch schön responsive dann am Smartphone funktioniert. Und da wir jetzt auch Mitglied in der Fireware Foundation sind, die an diesen Open-Source-Standards arbeiten, haben wir da ein Open-Source-Projekt daraus gemacht. Sprich, nach jeder Stadt werden wir wieder das Repo veröffentlichen und somit auch die Möglichkeit schaffen, diese Mehrwerte zu heben, dass ich nicht mehr dem Kunden oder die Kommune wieder bei Null anfangen muss, die ganze Entwicklung zu starten. Und hier mal kurz die USPs unserer Lösung, das ist Open Source. Wir haben ein ansprechendes Design entwickelt für die Städte, weil ich habe es eben schon zu dir gesagt, manche haben natürlich schon Datensätze und setzen dann einen Grafana drauf, aber das ist jetzt nicht so responsive, weil es zieht erstmal alle Daten raus. Wenn ich es am Handy öffne, sehe ich nichts mehr. Und dadurch sind wir dann auch auf die Idee gekommen, das zu entwickeln. Und was wir auch entwickelt haben, ist, dass wir ein Wizard für die Kommunen entwickelt haben, sozusagen, dass sie sich selber ihre Seiten konfigurieren können. Sprich, wir implementieren das einmal und dann übergeben wir es. Ihr könnt es selber konfigurieren. Wir müssen es nicht mehr für euch sagen, welche Datenquelle binde ich an. Wenn ihr die Adressen habt, gebt das ein. Und das seht ihr auch gleich nochmal an dem Beispiel mit der ersten Stadt, mit der wir gestartet haben, wie das dann aussieht. Und es ist kompatibel mit Fireware-Datenplattformen oder auch anderen Datenplattformen. Sprich, ich kann unsere Visualisierungstool aufgrund der Standards einfach in jede Stadt implementieren, die schon Fireware nutzt. Und Fireware ist mittlerweile in 380 Städten weltweit im Einsatz. Sozusagen haben wir da schon, sage ich mal, einen relativ guten Zugang zu verschiedenen Städten. Und der nächste Schritt ist dann auch in Zukunft mehr in die Service-Integration zu gehen, dann wirklich, wir sind jetzt zum Beispiel in einer Kooperation mit einem Starkregen-Frühalarmsystemhersteller, dass man das wirklich darüber dann laufen lassen kann als Interface zum Bürger. So, und warum sind diese Standards, worauf ich die ganze Zeit rumhacke und Open Source so wichtig? Unser erstes Projekt haben wir gemacht in Paderborn. Und Paderborn hat damals schon eine Datenplattform eingeführt und die haben gesagt, wir haben ganz viele Daten und irgendwie kann es keiner abrufen, es sieht ja keiner. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, wir können euch das visualisieren, basierend auf React haben wir dann dieses Frontend entwickelt. Und hier ein Beispiel einfach, das ist das Maßbandbar, da haben wir dann angebunden, wie ist die aktuelle Auslastung. Also sprich, ich kann mich vorher reinklicken und sagen, fahre ich da noch hin, wie ist die Wassertemperatur, ich bin ein Warmschwimmer oder ein Kaltschwimmer, das passt für mich. Und dann auch nochmal, da haben wir grundlegend entwickelt, dieses Thema Wizard. Ne? Also man kann dann hier aussuchen, wie breit mache ich es, wie hoch, welche Farbe nehme ich, welches Charttyp, wie soll die Achsen beschriftet werden. Und am Ende kann ich dann auch noch dann die Datenquelle aus der Plattform angeben und dann connectet es automatisch. So, das war die Grundlage. Dann kam das nächste Projekt, hatten wir schon, sage ich mal, diese grundsätzliche Funktionalität veröffentlicht.
Das war dann in der Stadt Ulm und da haben wir dann hier, also das war dann für die Stadt Ulm, haben wir quasi das ganze Frontend ein bisschen UI, UX optimiert, ein bisschen schöner gemacht, auch die Anzeigen, es war smoother, ich konnte dann verschiedene Datenquellen auswählen. Ich hatte auch die Möglichkeit gehabt, hier dann Beschreibungen noch einzufügen, um den Bürger quasi da abzuholen, was sind das eigentlich für Grundlagen. Und das haben wir dann für die nächste Stadt gemacht. Und jetzt wieder das als Grundlage genommen, kam wieder eine Stadt dazu oder beziehungsweise hier ein Landkreis, unser Landkreis Fulda, die haben dann gesagt, wir wollen ein Starkregen-Frühalarmsystem einführen. Zur Bürgerbeteiligung in der Phase haben wir die Möglichkeit quasi, dass die Bürger historische Ereignisse dort eingeben und dass wir darauf basierend dann, sage ich mal, Standortbegehungen machen, wo dann auch wirklich die Sensorik in Zukunft angebracht wird. Da werden Kanalwächter oder Pegelmessstationen angebracht, um da einfach ein optimales Messnetz aufzubauen. Und ja, dann haben wir noch so ein Backoffice-Anwendung gemacht, wo sie dann diese POIs verwalten können. Und das ist eigentlich, was ich nochmal sagen will, dieser Vorteil, wenn man auf Standards und Open Source setzt, dass ich es ganz einfach an verschiedene Datenplattformen, verschiedene Grundlagen anbinden kann und somit ein effizienteres System schaffe, ne? Dass ich den Menschen da auch Ressourcen schont, wie Cosimo sagt schon in unserer Philosophie vereint, da einfach sustainable unterwegs bin. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt, was wir aus den Kommunen und Städten lernen, was wir dann auch wieder in die Automobilindustrie zurückgeben können. Weil im Endeffekt ist es ja schön, wenn der Audi in Ingolstadt fährt und mit der Ampelschaltung kommuniziert und sagt, ja, hier, fahr ein bisschen langsamer, dann hast du die grüne Welle. Aber wenn ich dann mit meinem Daimler, mit meiner E-Klasse dadurch fahre, habe ich keine Funktionalität da in der Stadt. Da ist die in der Kommunikation zwischen Infrastruktur und Fahrzeug nicht. Und daran müssen wir in Zukunft vor allem arbeiten, auch in Deutschland, dass wir diese Interoperabilität der Systeme herstellen, fahrzeugübergreifend. Und ja, das machen wir quasi schon mit Städten im Umfeld Smart City, mit unseren Dashboards. Und wir haben natürlich ein großes Backlog angelegt, wo wir immer noch weitere Kommunen suchen. Wir haben jetzt noch die Kiel-Region gewonnen, verschiedene andere, wo wir dann quasi immer Feature für Feature draufsetzen und dann dieses Gesamtprodukt weiterentwickeln. Und ja, das ist so, sage ich mal, unser Tun gerade in der Smart City, wo wir dann auch, sage ich mal, wieder ein bisschen was aus dem kommunalen Umfeld vielleicht zurückgeben können an unsere Kollegen in der Automotive-Entwicklung. Dann würde ich es nochmal an Cosimo übergeben. Ja, danke. Wir beenden kurz mit einer kurzen Beschreibung, was charakterisiert uns als Arbeitgeber. Wir haben gesehen, als klassische Firma, die sich komplett transformiert hat, da brauchen wir natürlich hier ein paar letztendlich Why-Sätze. Das ist einfach nur zur Information. Warum EDAG? Was charakterisiert uns? Und deswegen neben Invent Mobility die vier große Sätze, die wir jeden Tag versuchen wir zu erleben. We are honest and clear, very important for us. We embrace change driven by power, also ohne Veränderung gibt es keine Zukunft. We are empowered movement, diese ständige Fragestellung, die wir vorher erwähnt haben. Und die Zukunft der Mobilität ist, was uns jeden Tag treibt. Das ist wirklich in unsere Gene von unseren Mitarbeitern. Und deswegen, jetzt sende ich hier unsere. Wir haben heute den Citybot mitgebracht, danke Erich, und steht hier unten, könnt ihr sehen, wir haben auch zwei Kollegen, letztendlich die vor Ort sind, die vielleicht ein paar technische Informationen geben können über das Citybot. Und ja, vielen Dank, jetzt freuen wir uns auf eure Fragen. Ja, gibt es denn schon Fragen hier im Raum? Das wird schwierig jetzt. Ja, also vielen, vielen Dank für den hochinteressanten Vortrag und ich habe zwei Fragen. Die eine Sache ist die, wenn man so eine Art City-Informationsportal hat, ist ja oft so, man hat alle möglichen Informationen, aber keiner liest sie oder sie sind nicht ganz wertvoll genug, dass man auf ihnen eine Aktion dann basiert. Und die Frage ist, gibt es schon genug Use Cases, die es wirklich bringen? Zum Beispiel den Feinstaub-Vorschlag fand ich sehr, sehr gut und könnte zum Beispiel sagen, ab einer bestimmten Konzentration haben bestimmte Parkhäuser nur noch Zugang für Elektrofahrzeuge. Ja, oder kostenlosen Zugang oder sowas. Das ist die eine Frage. Also gibt es genug Use Cases, wo die Leute anfangen, auf den Euro zu gucken? Und die zweite Frage ist, inwieweit braucht man die Kooperation der Stadt, um so ein Portal zu errichten? Weil es gibt ja auch solche Sachen wie OpenStreetMap.
Jetzt nehmen wir mal an, man baut ein Interface mit OpenStreetMap, sage ich jetzt mal ganz naiv, ist komplett Open Source und macht es einfach. Ja, und irgendwann sagt der Stadtrat, schön, was ihr gemacht habt, wir sind jetzt auch dafür. Also inwieweit brauche ich Buy-in von der Stadt, um so etwas loszutreten? Oder könnte man es auch einfach machen? Vielen Dank. Also fangen wir erstmal mit der ersten Frage an. Sehr interessante Frage, die stellen wir uns auch jeden Tag. Ne? Also wo ist dann der Pain so groß, dass ein Invest losgetreten wird? Oder welche Use Cases bringen es halt am Ende wirklich? Unserer Meinung nach gibt es schon genug Ansätze, in den Städten und Kommunen das loszutreten. Es ist auch dringend notwendig. Wir sind auch im Bereich OZG, Online-Zugangsgesetz, unterwegs, einfach um den Service aus der Kommune heraus, ne, in den Behördengängen digital möglich zu machen. Das ist ein sehr heikles Thema. Ich möchte auch nicht weiter drauf eingehen. Aber dieses Thema OZG-Umsetzung ist ja schon mal ein Aspekt, ne, wo ich ein Interface zum Bürger schaffe. Aber natürlich sind es am Ende die Use Cases, die dann wirklich auch einen monetären Einfluss haben. Und deswegen sind wir auch sehr stark fokussiert auf das Thema Starkregen, Frühalarmsystem. Gestern Abend, als ich hier angereist bin, kam gerade im ZDF ein Jahr das Ahrtal wieder. Wir haben uns damit schon vor 3 Jahren befasst mit dem Thema. Wir haben da Förderskizzen geschrieben, werden auch gefördert in verschiedenen Projekten in Hessen. Zum Beispiel da sehen die Kommunen auch einen Mehrwert. Einmal kann ich Leib und Leben der Bürger schützen. Und natürlich kann ich Versicherungsschäden reduzieren, weil eine Planke kann ich ganz schnell vor meine Kellertreppe stellen oder Sandsäcke irgendwie separieren. Und wenn der Bürger früh genug die Information hat, es kommt jetzt viel Wasser, stell mal lieber die Planke auf, habe ich wirklich da einen Benefit geschaffen. Oder sie haben ihre eigenen Liegenschaften geschützt. So, das ist so ein Thema, wo man sagt, da ist wirklich dann auch ein Business Case dahinter, das funktioniert ganz gut. Aber wie du schon sagst, Smart Parking, freie Parkplätze, wer ist am Ende der daran verdient? Es ist eine Informationsquelle, die ich dem Bürger gebe, aber es muss natürlich dann auch geschaffen werden, wann hat die Stadt dann den ROI, wenn sie das System halt zur Verfügung stellt, wie kann sie daran mitverdienen? Und das ist immer eine ganz spannende Reise. Es werden jetzt gerade über das Innenministerium viele Fördermittel in den Markt gedrückt, wo solche Themen halt erprobt werden und weiterentwickelt werden. Und wir werden dann noch sehen, welche Use Cases sich am Ende wirklich durchsetzen. Das ist so, wir sind da an verschiedenen Themen dabei, aber wir sind ja immer noch nicht letzter Schluss, was wird am Ende sich da durchsetzen. Und zum Thema einfach mal machen, OpenStreetMap, die Kartenbasis zum Beispiel für den Starkregen-Gefahrenmelder, der ist basiert auf OpenStreetMap. Es ist eine ganz schmale Anwendung, die wir für die entwickelt haben. Wir sagen immer, fang klein an. Es gibt natürlich dann auch Vergaberegularien, die es beeinflussen. Aber wie schon gesagt, wenn ich in ein Geoinformationssystem reingehe, ein großes, da werden mir Windkraftanlagen, Liegenschaftspläne, was auch immer angezeigt. Ich bin völlig verloren mit so, sage ich mal, kleinen, smarten Anwendungen, die wirklich einen genauen, sage ich mal, Anforderungsfall haben. Da kann ich schon eher jemanden mit abholen. Und so fangen wir dann auch mit den Kommunen an. Startet lieber mit kleinen Projekten, gibt erste Informationen rein. Zum Beispiel ist jetzt der nächste Schritt für eine Kommune, basierend auf dieser Karte, die wir entwickelt haben. Sie wollen damit kommunizieren, welche Tiefbaumaßnahmen sie in ihrer Stadt haben. Also sprich, ich habe eine Karte, sage von da und da ist die Landstraße XY gesperrt, fahrt lieber darum. Ne? Also das ist aber dann wieder ein Auftragsvolumen, keine Ahnung, 20.000 bis 30.000 Euro, das einfach zu weiterzuentwickeln. Aber es ist nichts Großes, ne, wenn ich jetzt diese allumfassende Lösung starten will. Und so, denke ich, ist auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt auch im öffentlichen Sektor, dass wir iterativ über kleine Projekte vorgehen und wirklich gucken, was möchte der Bürger wissen oder was möchte er nicht wissen. Und dadurch kann ich das auch effizienter in der Summe entwickeln. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen beantworten. Sie nicken. Ja, weitere Fragen? Sonst die Remote-Teilnehmer auch gerne im Slack Fragen stellen. Ich habe über einen Use Case nachgedacht. Ich glaube, es könnte ganz interessant sein, wenn man Prognosen abgeben würde, wann wie viel Energie erzeugt werden wird, also wann wird die Sonne scheinen etc. Also ich glaube, das könnte ganz interessant sein als Use Case, vielleicht macht ihr das ja irgendwann. Ja, auf jeden Fall denken wir an das Thema Elektromobilität und Smart Grids, deswegen, weil alles ist connected, wir sehen natürlich sehr viel Elektrifizierung und heute ist leider, oder wir sind immer noch in einer Phase, in Deutschland zumindest, wo das Thema Elektro-Charging praktisch nur unidirektional ist. In der Zukunft
wir werden sicherlich eine bidirektionale Energietransfer haben von Auto zu Infrastruktur. Deswegen sehen wir die Mobilität immer als Gesamt. Es ist nicht möglich, nur das Thema Auto zu betrachten. Das Geld liegt in der Connection zwischen Auto und Infrastruktur. Ich kann mir sehr gut vorstellen und ist schon in anderen Ländern schon deutlich vorangetrieben, im Vergleich mit Deutschland, dass die Auto die Speicher für das Netz sind. Und dafür, durch dieses System, es gibt immer noch, auch in Deutschland, glaube ich, sehr viel Zeit, wo die Energiepreise sogar negativ sind, weil keine Demand ist. Das wäre ideal, so ein Szenario zu entwickeln, wo man sagt, okay, eigentlich, ich lade mein Auto immer umsonst oder sogar kriege ich Geld, wenn ich mein Auto auflade. Weil Strom ist da zur Verfügung, fehlt Speicherkapazität, das heißt, freut sich jeder Stromerzeuger praktisch, wenn ich ein bisschen von dem Strom wegnehme. Ja? Und das kriege ich sogar bei jeder Ladung, verdiene ich Geld. Also, wie machen deine Energiemanager, also den Groß? Ja. Sehr gerne, das machen wir. Die Kunden müssen, da ist auch die Stadt und die Kunden, du hast vorher gesagt, es gibt OEMs, die mit der Stadt reden und es gibt OEMs, die mit der Stadt nicht reden. Oder sind viele Daten zur Verfügung, aber weniger OEMs sind heute so mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich durch dieses Ökosystem noch mehr Geld machen. Jeder OEM redet heute, wenn wir mit ihnen reden, sagen, ja, natürlich Cosimo, wir werden 20-30% von unseren Umsätzen durch Recurring Revenues generieren. Ja? Sprich, du die datenbasierte. Aber ich sage, okay, wie machst du das? Keiner hat die Antwort. Jetzt die erste Antwort kommt durch ein Abo-System, wo praktisch du durch Over-the-Air-Transfer praktisch zusätzliche Funktionalitäten im Auto mit einer Bonbon pro Monat, wie Tesla schon seit 5 Jahren machen kannst. Aber es ist das erste Recurring Revenues-System. So ein System, wo du noch mehr Geld machen kannst, wo wirklich 20-30% der Umsätze später machen kannst, es wird noch in Deutschland dauern. Andere Startups, die fangen die mit einer komplett anderen Mentalität an. Die sagen, das Auto ist umsonst. Ich gebe mein Auto, meine Kunden umsonst und es ist nur Recurring Revenues. Und jeden Monat verdiene ich Geld durch Services. Und es gibt viele Startups schon auf der Welt, die mit diesem Konzept starten. Ja, vielen Dank. Eine Frage noch von hier hinten. Wie gehen Sie mit der Herausforderung der IT-Sicherheit um? Weil so Handys, ist man froh, wenn man so 2 Jahre Sicherheitsupdates kriegt, aber so Reinigungsmaschinen in einer Kommune oder auch Sensoren haben eher so Lebensbereiche, so 10, 20, 30 Jahre. Und da ist man dann schnell an Punkten, wo einfach auch Hardware-Sicherheitslücken drinnen sind, die man nicht mehr so locker tauschen kann. Ja, klar. Also als Automobil, da unsere Gene in der Automobilindustrie sind, letztendlich sind wir natürlich mit dem Thema Safety seit Jahren beschäftigt, also Passive Safety, Active Safety und jetzt natürlich mit der neuen Regulierung, jetzt auch in diesem Jahr mit dem Thema Cyber Security. Also alles, was wir entwickeln, das CityBot ist für uns ein Living Laboratory, wo wir sagen, aus der ganzen 50 Jahre Erfahrung der Automobilindustrie, wir wollen diese Industrie challengen. Aber für die Entwicklung, Umsetzung, das ist letztendlich mehr oder weniger unsere Tagesgeschäfte, weil an Autos entwickeln wir so viele Jahre. Und das Thema Cybersecurity bei uns, wie bei euch natürlich, steigt enorm als Anforderung. Jedes Projekt, was wir heute durchführen, muss diese Anforderung erfüllen. Insbesondere jetzt mit der neuen Regulierung, die jetzt seit Juni 2022 Mainzers ist. Das ist in dem Bereich natürlich, spielt eine große Rolle, aber in jedem Bereich spielt eine große Rolle, weil jedes Projekt, was wir heute machen, auch für Systeme, die nicht unbedingt Safety-relevant sind, da müssen wir diese Anforderungen erfüllen und natürlich auch unterschreiben, dass wir die Verantwortung auch übernehmen. Aus den Folien habe ich entnommen, der CityBot ist mit einer Brennstoffzelle angetrieben. Mhm. Wie kam es zu der Entscheidung und würde es heute angesichts dem E-Antrieb-Regularien wieder so zu dieser Entscheidung kommen? Sehr gute Frage. Also warum kam die Idee als Brennstoffzelle? Weil durch die 24/7-Nutzung dann hast du durch eine Brennstoffzelle letztendlich mehr Reichweite und die Möglichkeit, schneller zu laden. Es gibt immer verschiedene Philosophien. Also meine Philosophie ist, ich finde für Passenger Cars nur Batterie, also BEV. Brennstoffzelle sehe ich nur eine Zukunft in Commercial Vehicle, Nutzfahrzeuge, Trucks.
weil du keine Infrastruktur brauchst, weil du vielleicht, wenn du, sagen wir so, eine Amazon bist, dann kannst du deine 400 Kilometer am Tag fahren, dann kannst du zurück in dein Logistikzentrum wieder tanken. Deswegen war die erste Idee, ich mache das mit Brennstoffzelle, weil wir auf das Thema Nutzung 24/7 fokussiert waren. Du kannst natürlich auch denken, morgen kannst du auch als BEV machen. In China, du weißt, es gibt jetzt Swapping-Battery-Systeme-Mentalität. Du könntest mit einem Swapping-Battery auch Systeme gestalten. Aber der Fokus war für uns nicht der Antrieb. Der Fokus ist an die Intelligenz, wie funktioniert so ein System. Der Rest ist, sagen wir so, Tagesgeschäft, Blackbeater-Arbeit letztendlich. Aber natürlich kannst du dir überlegen, mache ich morgen Swapping. Wichtig war für uns, das Thema Intelligenz und KI zu nutzen. Wie ist die Schnittstelle zwischen Auto und Bürger morgen? Wolltest du was sagen? Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass wir im Packaging sowohl für Batterie als auch für Brennstoffzelle alles vorgesehen haben. Also sind da variabel. Vielleicht noch eine Detailfrage zum Design. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein autonomes Fahrzeug sehe, was dann irgendwie noch so einen Kopf vorne dran hat. Und ist der mit Sensorik ausgestattet? Ist der dafür da? Oder ist das halt so das Human Interface, weil der ja auch Augen hat und dann halt, dass man so ein bisschen aus dem Uncanny Valley rauskommt? Genau, das hätte mich noch so als Detail interessiert. Also das ist genauso die Schnittstelle, wo wir gesagt haben, wie kann ein Auto freundlicher aussehen oder wie können wir diese Trust letztendlich aufbauen zwischen einer Maschine und einer Person. Wir sind immer so skeptisch. Ne? Und der Avatar ist mit Sensorik gestartet, natürlich. Also auf der Messe, glaube ich, heute können wir nicht sehen, aber kann dich natürlich dich begrüßen, kann dein Gesicht erkennen. Natürlich können wir und wollen wir auch deutlich mehr machen, letztendlich, weil ist es schwierig, wenn du aber sehr viel Geräusch hast. Also wenn du sehr viel Geräusch hast, wahrscheinlich in dieser Umgebung, erkennt deine Stimme nicht. Wir sind letztendlich noch nicht so weit. Aber das ist letztendlich, wo wir die größte der Arbeit entwickeln wollen in der Zukunft. Weil das wird auch eine große Rolle spielen. Wir haben ein Video gesehen, idealistisch hat gesehen, auch da sogar geflirtet mit der Person. Also dass diese Freundschaft letztendlich, was wir letztendlich in die Avatar gesehen haben, damit diese Trust letztendlich erzeugt wird. Ich würde kurz noch was ergänzen. Also rein zu technologisch haben wir halt das HMI im Gesicht sozusagen, die Augenreaktion. Da haben wir auch mit Psychologen zusammengearbeitet, wie kann ich so ein Loading-Zeichen machen oder wie nicke ich. Und das ist ja schon der erste Grund, wenn ich über die Straße gehe, suche ich immer Augenkontakt zum Fahrer, dass ich dieses Gefühl habe, ich kann über die Straße gehen, wie Cosmo schon gesagt hat, Trust. Und das werden wir auch in dem Campus Free City weiter evaluieren, immer wieder, sage ich mal, die Tester, die dieses Fahrzeug testen, mitzunehmen. Und technologisch gesehen haben wir eine RGB-Kamera vorne drin, eine Tiefenkamera, damit er natürlich die Entfernung messen kann zu Objekten und zwei Mikrofone. Eigentlich musst du ja mit diesem Kopf die Sensorik des Menschen auch wieder so ein bisschen nachbilden. Also Ohren, Nase, ja okay, Nase schwierig, aber Augen haben wir halt da probiert über verschiedene Sensoren, Kameras. Keine Ahnung. Also in den Videos guckt er ja auch immer dahin, wo er jetzt als nächstes hinfährt. Das ist ja auch so ein bisschen Intention. Ja. Feedback, damit die Menschen auf der Straße auch verstehen, wie der jetzt rechts abbiegen oder links abbiegen. Ne? Auch diese Blinker letztendlich, wenn du in der Stadt keine nur autonome Autos hat, könntest du eigentlich keinen Blinker mehr brauchen, weil ist alles durch die Schwarmintelligenz gesteuert. Aber für Fußgänger ist interessant vorauszusehen, wo wird jetzt fahren. Ich glaube, eine kleine Frage schaffen wir noch. Erstmal danke für den Vortrag. Sie haben ja mit dem Video oder mit den Videos ein sehr idealisiertes Bild gezeichnet, dass nur noch autonome Autos unterwegs sind oder Fahrzeuge. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Großstädte es gibt, mit wie vielen Autos, wie ist da Ihre Strategie, diesen Switch hinzubekommen von Autos, die von Fahrern gefahren werden, zu autonomen Fahrzeugen? Mhm. Und inwiefern braucht es da auch eine Kooperation mit anderen Herstellern? Okay, also natürlich, das ist unsere Vision. Idealerweise hätten wir keine Autos mehr, oder vielleicht nicht die Autos nur als Funding. Also ich möchte ein emotionales Auto haben, aber wenn ich im Stress bin, möchte ich nicht in Stau sein. Also wie ist die Zukunft der Autonomous Driving, ist eine wichtige Frage zurzeit.
Es gab ein Hype vor 3 Jahren ungefähr, dann die letzten 2 Jahre ist das Thema ein bisschen runtergegangen. Im Moment haben wir durch das Thema Chip, auch insbesondere durch andere Länder, andere Kontinente, das Treiben, wieder eine große Hype. Es ist aber sehr, sehr komplex, eine Autonomous Driving Auto zu entwickeln. Insbesondere, man vergisst auch immer das Thema Chip-Leistung, das Thema Rechnerleistung, das Thema Größe, das Thema Sensorik. Und die Automobilindustrie muss sehr viel lernen noch von vielen anderen Industrien. Deswegen, es ist nicht ein Problem der Automobilhersteller selber, sondern es ist ein globales Problem, wo die Automobilindustrie sehr viel nachholen muss und da, wo die Tech-Giants hier eine große Rolle spielen können, ohne Namen zu nennen, letztendlich wer schon tätig ist. Ich stelle mir aber vor, prinzipiell Autonomous Driving erstmal in eine kontrollierte Umgebung. Das ist das einfachste Beispiel. Logistikzentrum, oder wir haben auch selber entwickelt Autonomous Trucks für das Thema Harvesting. Es gibt keine Fußgänger, an Autonomous Trucks mit Telekontrolle, also im Agrarbereich gibt es sehr viel Potenzial, weil man braucht 24 Stunden Nutzung, man muss einen Traktor fahren können, egal welchem Wetter, egal ob ich in der Nacht bin oder letztendlich jetzt oder schönes Wetter ist. Und es gibt heute einen zusätzlichen Driver, das ist diese SVL-Fahrer. Ich war diese Woche in Detroit, ich habe Amazon getroffen, die finden keine Fahrer mehr. Und auch für $150.000 im Jahr findest du keine Fahrer mehr, richtig. Ja? Deswegen, das ist jetzt, kann jetzt nochmal eine Motivation sein, zu sagen, okay, genau, wie können wir letztendlich das lösen? Und deswegen auch im Truck-Bereich das Thema Platooning, es gibt so viele Ansätze, die sehr interessant sind. Aber es wird kommen, weil das Auto, wir werden in der Zukunft weniger Autos haben. Ich weiß, ich bin in der Automobilindustrie seit 20 Jahren, es ist eine harte Aussage, was ich tue, aber es bleiben die emotionalen Autos. Also die Autos, die Emotionen bringen, die Autos, die Geschäft generieren, das werden wir bleiben. Aber vielleicht brauchen wir nicht so viele Autos wie heute. Ich möchte auch während der Woche 10 unterschiedliche Autos fahren und nicht nur mein Auto. Es wird in der Zukunft auch möglich sein. Ja, vielen Dank. In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, vielleicht stehen Sie noch draußen für Fragen zur Verfügung. Gerne auch an CityBot direkt, haben wir unsere Kollegen. Genau. Dann darf ich mich zum Abschluss noch ganz herzlich bedanken im Namen von TNG für den sehr interessanten Vortrag und Ihnen noch ein kleines Präsent überreichen. Danke, Matthias. Danke.